Lukas, 120 Minuten gegen den HSV, so ein bisschen so ein unwirkliches Ergebnis, 4:3. Wie ist jetzt das Gefühl unmittelbar danach, nach dem Ausscheiden? Boah, es ist hart auf jeden Fall, weil wir die Chance auch hatten zum 4:3. Ich glaube, wenn wir die reinmachen und so wie wir verteidigt haben, dann ziehen wir das Ding. Leider ist nicht reingegangen, wir haben nicht reingemacht, passiert. Und ja, natürlich die Enttäuschung sitzt jetzt tief, aber die darf auch nicht zu lange anhalten. Und am Sonntag geht es schon weiter und da müssen wir an 3 Punkte holen. Ich habe gerade dieses verrückte Ergebnis 4:3 angesprochen oder 3:4 aus unserer Sicht. Wenn dir das vorher jemand gesagt hätte nach Verlängerung, was hättest du dem gesagt? Hättest du es dem geglaubt? Boah, 4:3 ehrlich gesagt nicht. Dann hätte ich eher gedacht, vielleicht 2:1 oder so, weil es wirklich, es ging hin und her. Die hatten Chancen, wir hatten Chancen. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, defensiv wie offensiv. Und ich denke, es war alles drin. Aber 4:3 ist auf jeden Fall schon ein krasses Ergebnis, ja. Du hast gerade das überragende Spiel angesprochen gegen einen Top-2-Ligisten Bundesliga-Relegation. Delegationsteilnehmer, der ja in diesem Transfersommer auch nicht unbedingt schwächer geworden ist. Lukas, wie wichtig ist das, nach außen zu zeigen, was wir für Fähigkeiten haben? Das ist gut natürlich, weil ich denke, andere Mannschaften der dritten Liga haben halt auch drauf geguckt. Wir werden unser Spiel gesehen haben und wir brauchen uns auf jeden Fall vor keinem Drittligisten zu verstecken. Und vielleicht auch nochmal zu den Zuschauern gefragt, so nach dem 2:3, du hast dann das 3:3 gemacht, die waren sofort wieder da, obwohl der Ball da vom HSV im Tor lag. Wie wichtig war das heute? Überragend, also die Fans sind da die ganze Zeit da, wo es 1:0 stand, wo es 2:1 stand, wo es 3:2 stand und das pusht einen einfach, das ist für uns der 12. Mann, der einen einfach nochmal die Motivation gibt auch, das merkt man auch und ja, ich bin dankbar, jetzt hier zu sein bei den Fans und die stehen auf jeden Fall hinter uns und sowas ist geil, so spielt man Fußball, das macht Spaß. Und eine ganz wichtige Lehre war, glaube ich, heute, wir haben nicht aufgegeben, das war auch so ein bisschen unser Ziel vorher, oder? Absolut, ja, immer weitermachen, egal ob wir in Rückstand gehen, wie wir in Rückstand gehen, einfach weitermachen und dann kann alles passieren, das hat man heute gesehen. Du hast gerade einmal Erzgebirge Aue angesprochen, eine letzte Frage, bevor ich dich in die Kabine entlasse, welches Gefühl gibt einem das, wenn man so eine Leistung gegen den HSV heute gebracht hat für das Spiel gegen Aue, für alle kommenden Drittligaspiele? Ja, dass wir uns auf jeden Fall nicht verstecken müssen, vor gar keinem Angst haben müssen und wir jeden schlagen können aus der dritten Liga. Dankeschön.